Als ich mir vor gut einem Monat Cellospielen selber beigebracht habe, musste ich feststellen, dass man ohne fundierte Kenntnisse der Physik nicht weit kommt. Zwar hatte ich mal vor 15 Jahren 2 Stunden Unterricht im Rahmen meines Studiums, aber die schier unzähligen Hinweise bezüglich jedem Detail bei der Tonerzeugung und das Ausbleiben irgendeines Klang- oder Spielerlebnisses oder Ergebnisses haben mir ziemlich schnell die Lust am Spielen zerstört. Mit anderen Worten, bevor ich überhaupt mal 3 zusammenhängende Töne spielen durfte, musste ich erst eine für mich völlig unverständliche Reihe von Disziplinarmaßnahmen ertragen. So ist auch das typische Klischee vom Unterricht für klassische Instrumente. Aber auch Autodidakte erlernen sehr erfolgreich Instrumente. Beim Cello ist dies allerdings sehr schwierig, da man ohne Kenntnisse der Physik auch keinen vernünftigen Ton herausbekommt. Zunächst einmal fragt man sich als ursprünglicher Gitarrist, wie man denn ohne Bünde überhaupt eine Orientierung am Griffbrett bekommen kann oder wie ein Ton überhaupt schön klingen kann, wenn dieser mit der linken Hand bereits abgedämpft wird. Ja, das Cello ist kein Obertoninstrument. Bei der Gitarre kann man sogar den Klang variieren, dadurch, dass man näher am Steg oder der Saitenmitte spielt. Beim Cello werden die Obertöne grundsätzlich abgedämpft. Der dennoch obertonreiche Klang, im Gegensatz zu einer Flöte zum Beispiel, kommt dadurch zustande, dass die Tonerzeugung mittels Bogen stattfindet, sodass man anstelle einer Sinus eine Sägezahnschwingung erhält. Diese ist sehr obertonreich, paradoxerweise sogar noch reicher an Obertönen als ein Flöten- oder Gitarrenklang. Da ich mit einem Bogen spielen muss, der momentan sehr wenige Haare hat, musste ich feststellen, dass der Grundton oft nur schwer oder sehr spät erklingt, wogegen wiederum die Obertöne hervortreten. Außerdem habe ich mich gefragt, weshalb man nicht mit der gesamten Bogenfläche spielt, also diesen Bogen genau plan auf die Saite aufsetzt. Dies erklärt sich, wenn man mal mit einem Bogen mit sehr wenigen Haaren spielt. Die vorderen Haare sind dazu gedacht, die Saite zum Klingen anzuregen, während die hinteren Haare zur Abdämpfung der Obertöne dienen. Erst dann erhält man den typischen grundtonlastigen Celloklang. Professionelle Cellisten spielen grundsätzlich ohne Markierungen. Das mag bei einer Geige noch möglich erscheinen, da das Griffbrett sehr kurz ist, aber das lange Griffbrett beim Cello macht Markierungen aus meiner Sicht unverzichtbar. Im Internet findet man aber nur verwirrende Theorien diesbezüglich. Also habe ich mir wiederum selber Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, die Sekunde für den ersten Finger sowie die Quinte zum Stimmen und als Orientierung zu markieren. Dazwischen liegen dann die Griffe für 2 weitere Töne der diatonischen Tonleitern, also einen Ganz-, Halb- und wieder Ganzton oder einen Halb-, Ganz- und Ganzton. Markiert man nun zusätzlich die Oktave, dann ergibt sich durch das Intervall der Quarte ebenfalls diese Griffkombinationen aus Halb- und Ganztönen zwischen Quinte und Oktave, also der zweiten und dritten Markierung. Für das Spielen in höheren Lagen ist diese Markierung ebenfalls sehr hilfreich. Außerdem muss man beachten, dass die Abstände gleicher Intervalle bei kürzeren Saiten ebenfalls kürzer sind. Bei Gitarrensaiten erkennt man dies durch die immer enger werdenden Bünde in Richtung Saitenmitte oder Korpus. Mit anderen Worten, die erste Sekunde verlangt einen größeren Griff als die Sekunde hinter der Quintmarkierung zum Beispiel, falls man in höheren Lagen spielt. Und nun kann man das Cello sogar ohne Klavier stimmen. Bei der Quint- und Oktavmarkierung ergeben sich jeweils bei benachbarten Saiten gleiche Obertöne. Logischerweise, denn die Saiten sind ja im Quintabstand angeordnet. Wobei der Oberton eigentlich keine Quinte, sondern eine Duodezime ist, also eine Oktave plus Quinte. Und nun achtet man wieder auf die Bogenhand, welche ebenfalls aufpassen muss, nicht allzu nah am Steg zu streichen, da ansonsten der Oberton der Sekunde erklingt, welcher aber regulär von den Bogenhaaren abgedämpft wird, wie bereits erläutert. Und zu guter Letzt habe ich bei virtuosen Passagen gemerkt, dass man auch den Bogen selber abdämpfen muss, also die Schwingung des Bogens an sich, damit dieser nicht auf den Saiten sozusagen hüpft. Dazu dient der gestreckte Zeigefinger. So einfach ist Cello spielen.